In Psychopath, The Story of Peter Who Almost Went Crazy, klettert der Besucher auf einer interaktiven Boulderwand. Im Vorraum zur Installation erklärt Dr. F.H. Loboto die Situation. Der Patient Peter ist krank. Er ist kurz davor, den Verstand zu verlieren. Nur durch Klettern können ihn die Besucher vor dem absoluten Wahnsinn retten. Und deshalb müssen Sie jetzt durch diese Tür in Peters Gehirn und dort dem Wahnsinn einen kräftigen Tritt in den Gluteus Maximus verpassen. Im Hauptraum werden jeweils zwei Besucher ausgewählt, die 4x6 Meter große Kletterwand zu erklimmen. Weiterhin begleitet der Doktor das Spiel. Die interaktiven Klettersteine an der Wand bilden Peters neuronales Netzwerk. Jeder Stein kann entweder rot oder blau aufleuchten. Rote Neuronen sind vom Wahnsinn infiziert. Blaue Neuronen sind geheilt. Durch Berührung färben sich rote Neuronen blau. Alle Neuronen müssen geheilt werden. Dann ist Peter gerettet. Oh, ihr müsst euch verlaufen haben! Zum Enddarm geht's da lang! Burn! Okay, Spaß beiseite. Ich bin eine psychische Krankheit und ihr seid die Heilung und wir haben divergierende Interessen. Also fangt endlich an zu klettern! Sehen Sie die goldene Tasse, die vom Zerebralkortex aus ausgeschieden wird? Nehmen Sie sie und stellen Sie sie zurück in den zentralen Tassenschrank. Seien Sie stolz auf sich. Ich bin stolz auf mich. Ihr habt versagt! Schaut euch nur den kostbaren Tassenschrank an! Ihr Purzelt! Das ist jetzt alles hier meins!